Ihr Name ist Rosa. Ursprünglich kommt sie aus dem Rosental. Sie isst am liebsten Rosenkohl. Ihre Lieblingstiere ist der rosarote Panther. Ihr Lieblingstier ist das Ross. Am liebsten hört sie das Lied Please Tell Rosie. Und ihre Lieblingsfarbe ist Blau. Sie ist die stärkste Unterstützungsklasse im Spiel. Kills mit ihr sind zwar durchaus möglich, aber dafür gibt es wesentlich bessere Charaktere. Sie gibt Verbündeten einen Geschwindigkeitsboost, der durchaus spielentscheidend sein kann. Sie verhext Gegner, damit diese anfälliger für Schaden sind, oder sie verwandelt gleich alle zusammen in eine Ziege. Ihre Waffe ist zwar zielsuchend, aber trotzdem sollte man sich auf das nicht zu sehr verlassen. Sie ist nicht so ein Charakter, den man sofort beherrscht. Möglicherweise sind bei euch die ersten paar Runden mit ihr nicht so erfolgreich. Man muss sich mit ihr ein bisschen spielen, doch nach einer gewissen Zeit hat man heraus, wie die Waffe funktioniert. Das verkannteste Feature von ihr ist aber, dass sie durch Gedrückthalten der Sprungtaste kurze Zeit schweben kann und somit sehr praktisch große Hindernisse überwinden kann. Apropos praktisch, probieren wir sie doch einfach mal aus. So, und damit hallo, servus und habe der zum praktischen Teil dieses Guides, dieses Steckbriefs, ich nenne das Ganze intern Steckbrief, obwohl es eigentlich gar nichts mit einem Steckbrief zu tun hat, aber das war ursprünglich der Grundgedanke hinter dieser Serie. Heute mit der Rosie. Wir schauen uns an, wie man sie so spielt. Und das Ganze ist Abomination auf der Map, die mir nicht einfällt. Der mir der Name nicht einfällt. Oh, jetzt habe ich die Rosie. Jetzt hat sie gar nicht. Jetzt habe ich sie gar nicht nach ihrer Lieblingsfarbe eingekleidet. Aber egal. Das Halloween-Kostüm passt doch auch ganz gut. Zu der Jahreszeit. Ich würde sagen, wir nehmen gleich B ein, oder? Dann nehmen wir aber ganz schön schnell. Erinnert das Spiel ganz schön schnell. Nun ja, was kann man zu Rosie sagen? Ihr wisst ja vielleicht schon, ich bin ein relativ großer Fan von ihr. Ich war anfangs... Ja, anfangs war ich schon auch ein Fan von ihr. Ich mochte sie eigentlich relativ schnell. Dann eine Zeit lang konnte ich mit ihr nicht so gut spielen. Aber jetzt, wo ich sie eben für das Video ein bisschen mehr gespielt habe, habe ich sie wieder lieben gelernt. Ihr seht, man muss... Die Schüsse von ihr sind sehr langsam. Es gibt ein Upgrade, die Schüsse für... Die Flugbahn... verschnellern. Die Schüsse verschnellern, wenn man das so sagen kann. Geschwindigkeit erhöhen. Das ist durchaus sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ich ohne dem noch spielen könnte. Ich möchte eigentlich, dass die hier einnehmen, dass das Spiel nicht so schnell zu Ende geht. Das würde ich auf alle Fälle empfehlen, aber wie gesagt, zu den Upgrades, habe ich im letzten Video gesagt, zu den Upgrades kommt eh noch ein eigenes Video, was ich für Upgrades für welche Charaktere empfehlen kann. Man muss bei ihr, also wenn der Gegner nicht starr steht, so wie der Allstar gerade, muss man ein bisschen so, wenn sich der Gegner bewegt, vor den Gegner schießen. Dass das eben die Schüsse sehr langsam sind wie gesagt zielsuchend. Aber das Ding ist, sie hat zwei Fadenkreuze. Ein äußeres, das ist meistens, oder das ist eigentlich immer starr. Und das innere, dieses kleine, das ist flexibel. Das ist der, ich würde mal sagen, das ist die Zielsuchfunktion von diesem Fadenkreuz. Und natürlich sollte man sich eher aufs Äußere richten, denn da schießt man dann letztendlich hin. Allerdings, ihr seht jetzt schon, das Innere, das bewegt sich jetzt hier auf den Gegner und bewegt sich auch außerhalb vom äußeren Fadenkreuz. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel den Stick noch hochdrückt oder die Maus noch hochdrückt und dann stirbt, dann bewegt sich auch das innere Fadenkreuz rauf. Das heißt, versucht euch nach dem äußeren Fadenkreuz zu richten, sodass ihr immer möglichst einen Headshot natürlich austeilt. Aber auch nicht zu weit oben, weil sonst natürlich schießt ihr über den Gegner drüber, das wollt ihr auch nicht. Hier sieht man jetzt ganz gut das innere Fadenkreuz. Also wenn das äußere Fadenkreuz auf dem Gegner ist, zielt das innere Fadenkreuz direkt zum Gegner. Ist aber nicht immer so verlässlich, denn das innere Fadenkreuz, wow, jetzt ist kompliziert, das innere Fadenkreuz richtet sich schon auch nach dem äußeren. Also wenn ihr mit dem äußeren ganz unten hinzielt, geht das innere auch eher weiter unten und umgekehrt. So. Ich gebe dir mal einen Boost, weil gegen den Wissenschaftler könnte es ein bisschen schwierig werden.
würde sagen, wir gehen zu. Dann gehen wir zu A. Nimmt er hier ein? Nein, er nimmt nicht ein. Unter dem 80s Action Hero Guide, der das letzte Mal dran war, habe ich irgendeinen Kommentar gelesen, hat jemand gefragt, ob ich auch Spots auf den Maps, wie die Charaktere herzeigen kann. Und ja, also wenn ich auf dieser und jener Map spiele und ich da weiß, ja, hier gibt es einen geilen Spot. Ja, kommt schon, meine zwei Freunde. Ich gebe hier den Boost. Ihr kümmert euch um den Gegner und dann haben wir die Unterstützungspartie perfekt. Noch ein paar Ziegen hier. Ihr seht jetzt hier, weil jetzt sind die Schüsse erst ganz spät angekommen. Nochmal zurück zu den Spots. Ja, das kann ich machen, wenn ich jetzt auf diese und jener Map einen guten Spot weiß. Vor allem für Sniper-Klassen macht das voll viel Sinn. Bei der Rosie kann man es ganz simpel sagen. Rosie ist grundsätzlich, was Spielen angeht, was jetzt Spots angeht, eine Allrounder. Sie kann sowohl Nahkampf ist sie so, lala, weil die Schüsse irgendwie strange fliegen. Fernkampf ist sie auch nicht so gut, weil dann die Schüsse nicht mehr zielsuchend sind oder beziehungsweise sehr, sehr lange brauchen, um anzukommen. Also ist klar Mitteldistanz. Die Distanz, die du ja eh meistens im Battle von Evil hast. Aber um zur Position zu kommen, die ist jetzt unter der Erde, meine Position. Um zur Position zu kommen, die ist ganz simpel erklärt bei der Rosie, immer da, wo deine Verbündeten sind. Denn du bist die Unterstützungsklasse, du musst die Gegner verhexen, du musst die Gegner, also du musst die Verbündeten boosten, wenn sie zum Beispiel den Gartenzwerg oder so in die Richtung aufheben, oder um schnell zur Payload zu kommen oder einen Punkt einzunehmen. Ja, ist die Rosie, was Unterstützung angeht. Deswegen sollte man als Rosie-Spieler vielleicht fast mehr auf die Verbündeten schauen als auf die Gegner. Ich tue es hier jetzt in dem Fall auch nicht. Ich tue es meistens selber auch nicht. Ich sage nur, wie man es am besten machen sollte, um ein erfolgreiches Spiel hinzulegen. Ja. Also da um die Position, um Rosies Position am besten zu erklären. Bei Gartenzwergbombe ist es am einfachsten, geh immer zur Bombe hin. Schaut an, nehmt am besten nicht die Bombe auf, denn ihr habt nur 100 Leben, da seid ihr relativ schnell down. Wartet bis irgendein Tank oder irgendein Stärkerer oder wer auch immer die Bombe aufnimmt und nehmt euch und geht dann direkt in den Boost hinein, gibt dem Verbündeten, der die Bombe trägt und auch anderen in der Nähe, einen Tod. Natürlich keinen Tod, einen Geschwindigkeitsboost und dann seid ihr ein bisschen schneller am Gewinnen. Wenn Zombies entschärfen wollen, die Gartenzwergbombe verwandelt sie in eine Ziege. So, das meine ich dann in die Richtung. Also Rosie ist Objective spielen ganz stark. Eher nicht alleine spielen, wie gesagt, man hat nur 100 Leben, ist nicht die stärkste Primärwaffe. Jetzt treffe ich ganz gut hier. So, Kollegen, ich gebe euch jetzt hier einen Boost. Ich will die zwei. Der Zeberschnapper und das Drachenmäulchen. Ja, gut, das hätte ich jetzt besser machen können. Weil das überlebe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Drachenmäulchen, hilf mir! Hallo, hinter dir, Kollege. Verhext. Aber Wissenschaftler ist in diesem Game mehr ein Sniper als ein Shotgun-Spieler. Das wird hoffentlich noch gebufft. Genervt. So in Richtung, nicht gebufft. Sie ist niemand. Sie holen ganz schön auf. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das Spiel geht so schnell zu Ende. Und jetzt haben sie ganz schön aufgeholt. Dann gehen wir mal am besten zu. Ja, A und C. Das Ding ist nämlich, hier ist es so, wenn man nur einen Punkt in Subamination besitzt, geht die Anzeige nicht weiter. Das heißt, man muss mindestens zwei besitzen, damit man auch Fortschritt macht, was die Anzeige angeht. Um zu gewinnen halt. Das heißt, wir haben jetzt zwar C, aber es bringt uns nichts, weil die Anzeige geht keinen Punkt weiter. Ist ein interessantes System, dadurch dauern die Spiele wesentlich länger. Subnation kann richtig lange dauern.
Ja, ich glaube, die Ziege war jetzt ganz gut gesetzt, oder? Ja, zwei Ziegen. Bringt mir aber nichts, denn ich habe keine Verbündeten hier, die jetzt die Ziegen sofort killen können. Ist ja auch immer so eine Sache. Die Ziege kann dir jetzt zwar den Arsch retten, aber wenn du kein Team hast, der die Ziegen erledigt, ist halt auch blöd. Alleine kannst du keine. Ja, vielleicht kannst du eine Ziege killen, aber nicht in dem Fall jetzt zwei. Da dauert die Zeit zu kurz, so lange, wie sie Ziegen sind. Der Typ kann offensichtlich nicht wirklich gut Brain spielen. Glaube ich, der hätte mich eigentlich so easy holen können. Gehen wir zu B, das scheinen offensichtlich Pflanzenkollegen zu sein. Ja, das sind ein paar. Aber auch. Hä? Habe ich das richtig gesehen, dass er ein Ingenieur war? Ja, ich habe auf jeden Fall irgendetwas zu einer Ziege verwandelt. Na, ich wollte noch die Erbsen eigentlich wiederbeleben. Ich treffe irgendetwas, aber ich weiß nicht genau was. Okay. Ja, schlecht das. Tatsächlich verlieren wir jetzt das Ganze noch. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, trotzdem ein ganz nettes Spiel. Oh, jetzt haben wir. Okay. Ihr wisst ja, jetzt geht der Punkt nicht weiter. Ich hatte mal schon so eine ähnliche Situation. Und dann haben wir noch gewonnen. Es stand irgendwie so mit 70 oder 80 zu 99. Ich lüge euch nicht an. Zu 99. Und dann haben wir dauerhaft 2 gehalten. Und haben wir noch gewonnen. Mal schauen, ob wir das jetzt hier wieder schaffen. Wobei, nee, sie nehmen sie an. Sie nehmen sie an. Ja, gut, Spiel zu Ende. Wir brauchen hier nur noch einen Punkt einnehmen und die Sache hat sich erledigt. Aber ein ganz nettes Spiel eigentlich. Auch wenn wir verloren haben. Auch wenigstens ziemlich knapp. Noch gut aufgeholt. Gut, das war die Rosie. Schaut mal in die Kommentare rein, da habe ich für euch etwas geschrieben. Was für eventuell interessant sein könnte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schauen wir noch das Endergebnis an. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Lauter Wissenschaftler hier. Unterstützungsrekord. 11 Abschüsse. Naja, immerhin etwas. Passt, bis zum nächsten Video und ciao. Servus.